Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim. Und wir haben es hier erreicht, Ödstor Zügelgrab, und gehen jetzt einfach in den Tempel rein. Wir haben hier draußen schon die ersten Banditen getötet. Und ja, wie ihr wahrscheinlich davon ausgehen könnt, werden da drin noch mehr sein. Schließlich sind wir wegen den Banditen da, weil sie ja diese goldene Klaue geklaut haben. Aus dem Geschäft im Flusswald. Und die wollen wir jetzt zurückholen. Und ich kann euch wirklich, wirklich, ich kann euch wirklich, wirklich, ey, meine Sätze sind auch manchmal doppelt. Es macht euch keine Sorgen, das ist nicht bei euch. Das ist wirklich, wirklich mein Problem. So, fangen wir uns mal wieder. Jagdbogen. So. Nee, ich kann euch nur empfehlen, diese Nebenmission zu machen, in dieses Dungeon zu gehen. Sammelt Erfahrungspunkte, findet Sachen. Und im Laufe des Spiels werdet ihr sehen, warum es auch schon klug ist, jetzt schon hier hinzugehen. So, aber wie gesagt, ich will nicht so viel spoilern. Ich kann es euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Ein Dunkelelf ist vorausgegangen. Verdammt. Ich habe echt nicht getroffen. Euer Ernst. So ein Mist. Oh, wie blind das jetzt war. Aber die rennen zum Glück alle jetzt dahinter. Also alle nicht, aber. So, jetzt habe ich die wenigstens noch getroffen. Lassen wir die Spielchen. Schau, erbarme sie. So. Das hätte eigentlich besser klappen müssen. Komm her. So, okay. Da hat das mit dem Schuss nicht funktioniert. Schade. Schade. Das waren wir nicht. Gold noch mitnehmen. So, hier lag ja noch der. Was haben die denn? Was haben die hier gekämpft? Ah, gegen so ein Skeever. Oder wie diese Dinge ausgesprochen werden. Skeever. 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 Das sind jetzt Skeever. Ganz einfach. Oder Skeever. Auch möglich. So, sie können wir auch noch untersuchen. Jagdbögen haben wir eigentlich genug. Aber wir können sie erstmal mitnehmen. Gold, Eisenpfeile. So. Eine Kiste. Aufschließen. Oh, das ging jetzt zu schnell. Ach ja. Nö. Ja. Zack. Sesam, öffne dich. Gold. Der Heilung. Eisenpanzerhandschuhe. Nimm mal mit. Okay. So, da ich nicht weiß, was so auf uns zukommt, nehme ich mal lieber in einer Hand den Streitkolben. So, an sich weiß ich, was auf uns zukommt. Ich weiß, aber ich kann mich ja jetzt nicht an alles mehr erinnern. Bäh. Deswegen nehme ich mal lieber das jetzt hier in die Hand. Eine Begräbnisurne, ein Amethyst, Gold. Skeever. Ach, eine Leer. Die ist ja leer. Mensch, was soll denn der Mist? Oben war nichts, nö. Noch mehr Skeever. Hier unten hat sich jemand bequem gemacht. Aber er ist nicht mehr anwesend. Leinentuch brauche ich nicht. Den Heiltrank, den braucht man. Leinentuch brauche ich. Nein, kein Leinentuch. Lasst mich doch mit diesem Leinentuch in Ruhe. Ehrlich, ey. Was war das? Was war das denn? Jetzt Ruhe hier. Da läuft jemand. Tja,
war wohl falsch, mein Guter. Hm, schön schaut's aus. So, können wir das erstmal wegstecken, du bist ja eh tot. Fackel, komm, nimm mal mit. Fackel kann vielleicht, ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ich hab hier um eine Taschenlampe gebeten. Das wird aber wahrscheinlich, gehen wir mal unter Sonstiges. Kann ich den Favorit machen? Ja, ganz schön. Cool, cool, cool. Okay, gut. Was haben wir jetzt? Hey. Hey, 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 hey. Spiel mal nicht rum hier. Flammen. So. Okay. So, was haben wir denn hier? Wir haben ein Vögelchen. Wir haben einen Fisch. Naja, eher ein Wal. Oder? Delfin? Wir haben ein Wassertier. Und noch ein Vogel. So. Ja, wie gesagt, ich brauche jetzt hier nicht rumtun. Ich kenne ja das Rätsels Lösung. Da oben haben wir nochmal diese drei. Schlange. Fisch. Und der Wassertier meine ich. Oh, da ist was rausgebrochen. Ach, da liegt ja. Schlange. Schlange, Schlange und der Wassertier. So, dann müssen wir hier mal drehen. Zack, Schlange. Vogel, Schlange. Und der Wassertier. Und jetzt Daumen drücken. Tada! So. Boah, ey. Diese Geräuschkulisse. Lesen, Dieb. Taschendiebstahl verbessert auf Stufe 21. Gibt auch solche Bücher. Von Raven, was auch immer. Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Für jeden, der jetzt glaubt, ich zähle hier einfach die ganzen Buchseiten. Nein, das mache ich. Also ich habe es gemacht, natürlich. Aber ich habe das deswegen gemacht, weil ich werde das alles nicht vorlesen. Stellt euch vor, diese Bücher haben alle so um diese Zahl an Seiten. Und wenn ich das alles durchlese, nein, das hat keinen Sinn. Deswegen, ihr könnt Pause drücken, wenn es euch interessiert. Ihr könnt es euch durchlesen und dann passt es. Tada! Aber falls wir schnell zurück müssen. So. Was haben wir hier noch? So. Wow! Du Mistvieh! Mehrere Mistviecher! Renne! So, da kommt noch eins. Mann, 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 da habe ich einen kleinen Schreck bekommen, muss ich sagen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Badadada. Neue Stufe. So, und das investiere ich noch einmal in die Gesundheit. So. Wir haben Schleichen, schwerer zu entdecken, das ist gut. Das machen wir jetzt auch gleich. Ich richte mich jetzt einfach mal nach dem, was sich da bisher am besten entwickelt hat. Und das war jetzt nur mal Schleichen mit. So, ey, solche kleinen Skater wieder. Skever waren's. Ey, damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Ich habe jetzt auch hier oben auf die Karte geguckt. Da sieht man es ja in der Regel, wenn ein Gegner kommt. Ich finde so, das ist auch bei Horror-Games so. Die Musik und Horrorfilm, das ist eigentlich immer die Musik, wenn die dann einsetzt oder so. Das ist teilweise schlimmer als alles andere. Dafür ist sie halt auch da, ne? So, Leinentuch. Rolle des Feuerballs. Rollen. Bum, 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 bum. Sonstiges. Wo? Da, Schriftrolle. Eine Feuerexplosion, die in einem Radius von 5 Metern 50 Schadenspunkte verursacht. Brennende Ziele erleiden zusätzlichen Schaden. Ja, das ist. Aber ich glaube, diese Rollen kann man, glaube ich, nur einmal einsetzen, wenn ich mich recht entsinne. Deswegen habe ich die auch nicht so oft eingesetzt. Kommt da jemand? Seid ihr das? Hagnir? Björn? Solin? Ruhe da! So. Du brauchst Hilfe und du hast die Klaue bei dir. Das klingt doch hervorragend. Tada! Hallo! Verwundete Frost? Du bist Spinner. Tada, da, 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 da.
ich weiß, es ist jetzt nicht gerade die nobelste Art zu kämpfen, aber das Ziel kommt hier halt nicht durch. Komm her, los. Ihr habt mir doch schon dabei, komm. Deine Magika ist niedrig und es könnte sein, dass du keine Zauber wirken kannst. Trinke einen Trank oder warte, bis sich deine Magika regeneriert hat. Der Rest reicht es doch hoffentlich. Jawohl. So, damit wäre das erledigt. Die Wacke. Der hat gerade noch mit dem Arsch gewackelt. Ja, ja, sei ruhig. Du hast gesehen, ich habe das Vieh getötet. Ergo, kannst jetzt noch kurz damit rumhängen. Ja, sei ruhig. Echt, die Leute sind so nervig hier. Ey, ich verbrenne dir kleinen Arsch. Ehrlich. Helft mir! Hilfe! Sieht so süß aus. Ich mag keine Spinnen. Also, ich mag Spinnen nicht. Verlass mich nicht, um Arkais willen! Lalalala. Mumifizierte Leiche. Alles hat Gold dabei. Holt mich runter! Ihr, hier drüben! Abel der Flinke. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es getötet. Jetzt schneidet mich los, bevor noch etwas anderes auftaucht. Wo ist die goldene Klaue? Ja, die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. Helft mir herunter, dann zeige ich es euch. Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nord hier verborgen haben. Gebt mir zuerst die Klaue oder gut, mal sehen, ob ich euch einen Kopf kürzer machen kann. Jo, mal sehen, ob ich euch einen Kopf kürzer machen kann. Süßer Atem von Arkai. Dankeschön. Erschlage Abel, ganz einfach. Verbrenne! Es lockert sich. Ich kann es spüren. Ihr hättet Dummkopf. Warum sollte ich das? Ich bin jetzt einfach mal unserer Rolle mal ein bisschen gerecht geworden. Das ist ein Böser, der hat geklaut. Der hat uns eh verarscht. Goldene Klaue hier, komm. Dem traue ich nicht. Abels Tagebuch, das. Wie viele Seiten haben wir denn da? Umblättern. Gibt gar nicht, um zu blättern. Das kann ich euch gerne mal vorlesen. Meine Finger zittern. Ich halte die goldene Klaue endlich in Händen und mit ihr die Macht über die uralten Nordhelden. Dieser Schwachkopf Lucan Valerius hatte keine Ahnung, dass die Lieblingsdekoration seines Ladens in Wirklichkeit der Schlüssel zum Ödsturz-Hügelgrab war. Jetzt muss ich nur noch zur Halle der Geschichten und die Tür aufschließen. Der Legende nach haben die Nord den Zugang mit einer Prüfung versehen, um die Unwürdigen fernzuhalten, aber es heißt, wenn ihr die goldene Klaue besitzt, dann liegt die Lösung in der Hand. Tja, liegt doch alles auf der Hand, nehmen wir einfach mal mit. Pelzen. Nö, der wäre uns eh abgehauen, ich habe gedacht, nö, komm. Ich habe gesagt, wir töten keine Unschuldigen. Der war nicht unschuldig. Es bröckelt. So. Müssen wir wohl noch weiter hinein. Und jetzt sind wir wirklich also komplett auf uns allein gestellt. Es wird keiner mehr kommen. Also wenn, er hat es ja, denke ich mal, am weitesten geschafft. Lalalala. Wir nehmen einen eisernen Streitkolben in die rechte Hand. Die Flammen bleiben in der linken. Ich würde jetzt so gern ein Schlückchen Wein trinken, haben wir sogar, glaube ich, mit. So. Guten Morgen, Sonnenschein, guten Morgen. Ein Traug. Badapau und. Zerstörung verbessert, sehr gut. Die verbessert sich immer mehr. Ah, da kommt der nächste um die Ecke. Hallo! Droge, oder wie werden die ausgesprochen? Ich hab's vergessen. Und noch einmal. Zack. So, Gold. Und hier haben wir jetzt dieses alte Nordschwert, Eisenschild.
Gold, Knochenmehl, das Nordschwert. Bringt halt jetzt nicht so viel. Das Eisenschild bringt schon ein bisschen mehr. Das nehmen wir erstmal mit. So. Und jetzt ist der Punkt. Ein kleiner Tipp von mir. Wahrscheinlich geht das jetzt voll daneben. Man nehme sich den Jagdbogen. Man schaue sich die Leichen ganz genau an und man schießt. Verdammt, ich habe nicht getroffen. Doch, habe ich, oder? Ja, gut. Man kann die sehr gut erkennen, wenn man ganz langsam vorangeht, kann man die eigentlich recht früh erkennen, diese Viecher. Diese Droge. Wie soll man das aus? Mal gucken. Vielleicht sagt sie jemand im Spiel. Und, ja, damit kann man die schon recht früh viel Schaden zufügen. Mal da vorbei. Die Falle aktivieren wir jetzt nicht. Manchmal kann man sich auch irren. Aber wir haben 85 Eisenpfeile. Na, siehst du, ist doch länger. Junge, uncool, komm her, gelauf, ja und los, zack. Ja, nutzt die Fallen, ehrlich. Die können echt hilfreich sein. Wo hat's den jetzt hingeschleudert? Wo ist der jetzt hin? Ach hier. Ah, war ein Ruheloser. Das ist, sie können euch nur helfen. Versucht eure Umgebung mit einzubeziehen. Ich weiß, es klingt jetzt sehr klugscheißerisch. Ich bin auch sehr froh, dass es gerade so funktioniert hat. Man kennt ja den guten Vorführeffekt, was nicht immer funktioniert. Aber das hat zum Glück funktioniert, da bin ich auch sehr dankbar für. So, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen... Ich muss jetzt mal wieder ein bisschen besser zielen hier, ey. Ist doch der Wahnsinn. So, jetzt kommen auch mehrere auf mich zu. Ah! Aus der Hocke raus. Flammen an. Aber jetzt haben wir wenigstens schon mal einen eliminiert vorher. So, einer kommt noch. Da. Ein bisschen ausholen, ein bisschen mehr Schaden zufügen. Und. So. Interessant. So, okay. So, weiter immer schön auf die Umgebung achten. Das Geräusch kommt von da. So, alter Nordbogen, das ist gut. Alte Nordpfeile. Die Nordkriegsachse immer noch mit. Boah, ich springe schon wieder. Wieder falscher Knopf. Muss ich mal gucken. Zeit haben wir noch genug. Wenn ich da einmal im Spiel drin bin, dann vergesse ich immer die Zeit gerne mal. So, Waffen, und zwar... Wo haben wir denn? Wo ist er denn? Da oben. Nordbogen. Rüsten wir uns auch mal aus. Der Jagdbogen kann dann dementsprechend weg. Alte Nordkriegsaxt würde uns, glaube ich, nicht so viel bringen. So. Jetzt muss ich hier nochmal kurz überlegen. Ein bisschen mehr sehen hier. Gab's hierfür? Nee, dann müssen wir auf die andere Seite rüber. Ah! Endlich habe ich es rausgefunden. L2 und wir rennen. Mensch, ach, bitte, ey. Ah! Einen kleinen Schnitt haben wir abbekommen. So, jetzt auch eine Möglichkeit, wenn ihr nicht so mit Pfeil und Bogen Bock habt, zu kämpfen. Das hat mir einmal echt den Arsch gerettet. Jetzt bin ich verwirrt. So. Also normalerweise könnten wir jetzt... Wo ist es denn? Hier können wir jetzt die Falle deaktivieren, aber wir lassen die mal noch kurz. Da kommt er. Wir gehen. Rüber. Da hat uns auch ein bisschen erwischt. Aber...
Ja, wo bleibt er denn? Da ist er. Zack! So. Das hat mir echt mal den Arsch gerettet. So, den Schaden, den nehme ich gerne hin. Dann können wir nämlich mal ganz fix hier so. Zack! Heilen wir uns ein bisschen, damit wir das auch verbessern. Immer gut einsetzen. Und dann nehmen wir jetzt erstmal die Flammen wieder. Ich glaube. So. Wo ist denn der Bogen hin? Da ist er doch. Zack. Oh, jetzt haben wir es nicht gesehen. Es war die Wand im Weg. Das ist aber nicht nett. Das war jetzt nicht nett von der Wand. Muss ich mich jetzt mal wirklich beschweren. So, weiter geht's. Ah, den habe ich vergessen. Auch noch ein Mittel. Komm. Und gleich. Oh, da kommt. Mein Drücker hat sich gerade ausgeschaltet. Warum? Akku ist doch nicht alle. Warum hast du das gemacht? Was soll denn der Mist? Komm her, komm. Komm, 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 komm. Los, los, los. Zack. Das war selbst für mich jetzt neu. Neue Stufe. Das war jetzt echt auch für mich neu. So, und da ich jetzt merke, dass wir es mehr einsetzen, verbessern wir jetzt mal die Magika. So. Schleichen hatten wir jetzt schon verbessert. Wir könnten... Nee, nicht die Schmiedekunst. Wo ist es denn? Die Schießkunst könnten wir verbessern. 20% mehr Schaden. Das machen wir jetzt auch mal. Okay. Das war selbst für mich jetzt neu. Das habe ich bisher echt noch nie gemacht. So. Na, na, na. Und wir gehen weiter. Immer schön auf den Boden gucken. Überall könnten Fallen sein. Ah, ja. Haben die uns schon entdeckt? Ach, egal. Komm her. So. Kommt hier aus dem Sack noch einer? Anscheinend nein. Ach, da geht's dann weiter. Suche die Truhe, wenn sie gesehen stehen. Und Kette aktivieren. Weiter geht's. Haben wir hier was? Hallo? Hallo? Bin mal zu Hause. Hallo? Hello? Niemand da? Das ist aber schade. Wir wollen noch unsere Fertigkeiten verbessern. So, jetzt schleichen wir uns hier wieder. Gehen wir uns hier zu dem. Geh doch nicht weg! Ach Mann. In der Regel habe ich jetzt von hier oben geschossen. Rolle des Feuerballs. Die bringen uns Geld. Ah, warte mal. Nee, den Helm nehmen wir mal mit dem Pelzhelm. Hallo? Ey! Spinnst du? Rutschen! Yay! So. Da 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 da.
Ja, ich würde jetzt mal sagen, wir sind jetzt schon sehr gut vorangekommen hier. Bei diesem wunderschönen Wasserfall würde ich die Folge jetzt einfach mal beenden. Wir haben ein paar Droge. Wie heißen die nochmal? Wie spricht man die? Wie die heißen, weiß ich, aber wie spricht man die denn nochmal aus? Trauger. Wir haben ein paar Trauger getötet. Entschuldigung. Das war jetzt gerade. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und ich hoffe, dass wir uns wiedersehen werden bei der nächsten Folge Skyrim mit den ganzen Trauger. Tut mir leid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.